Tja, und so geschah es. So geschah es, dass ich Leben retten konnte, Leben helfen konnte, Menschen dabei helfen konnte, ihren Körper wieder zu haben. Aber heil und gesund. Und so schön, wie sie waren. Doch sie sagten, ich wäre schlecht in meinem Job. Und sie verjagten mich, auf der Hoffnung, dass ich nie wiederkommen würde. Aber ich akzeptierte das nicht. Nein, mein bester Wille, ich akzeptierte das nicht. Und so kam ich zurück als das, was ich schon immer war. Bye. Hallo Leute, wie geht's hier stets? Und hier damit also auch wieder zurück bei Let's Play Curse Simulator 2013. Vor einiger Zeit haben wir dieses Projekt begonnen. Ganz am Anfang. Recht nah am Anfang. Und haben einfach aufgehört. Ich habe einfach aufgehört. Weil mir das einigermaßen zu viel wurde. Aber ich würde sagen, es kam richtig gut bei euch an, Leute. Deswegen würde ich sagen, was wir angefangen haben, beenden wir auch. Also, Krieg zu Beginn. Wir hatten vor einiger Zeit drei Operationen abgeschlossen für den armen Patient Bob. Einmal eine Herztransplantation, dann die Nierentransplantation und die Gehirntransplantation. Mann, der hat echt nichts Schönes mit seinem Körper gemacht. Meine guten Leute. Ja. Für den gibt es auch noch verschiedene Modus. Und wir waren beim Krankenwagen abgeblieben. Aber nur damit ich sicherstellen kann, ja, die Aufnahme läuft noch. Gut, ich habe nämlich immer noch Angst, Leute, weil man hat vorhin wieder die gesamte Zeit rumgespinnt, das Aufnahmeprogramm. Ist echt doof. So, wir haben jetzt aber erstmal Krankenwagen. Das heißt, wir müssen die gleichen Operationen machen, nur im Krankenwagen. Ich weiß ja nicht, was für einen Unterschied das machen wird. Wahrscheinlich, dass die Sachen dann hin und her rollen. Ja, hallo? Regina? Arschloch. Leg da einfach auf, ey. Ich glaub's nicht. Mist, ja. Oh, ich hab den Ofen. Oh mein Gott, das sieht schon so lustig aus. Leute, es ist schön, dass wir zu spielen. Es ist wieder ganz viel Gelache und wir starten die Herztransplantation im Krankenwagen. Ja, es wackelt alles. Okay. Gut, Leute. Wir kennen das eigentlich alle schon. Wenn ich meine Ausbildung richtig gemacht habe, dann sagen mir meine Sinne heraus, dass da unten das Herz ist. Und ich krieg das wieder mal gar nicht hin hier. Ich schieb das einfach beiseite. So. Nein. So. Also, als erstes brauchen wir die Säge. Wo ist die Säge? Scheiße. Nein, das Herz. Nein. Nein. Alter. Okay, jetzt verstehe ich es langsam. Scheiße. Okay. Das ist ja ein bisschen anstrengender, würde ich sagen. Alter, fahr aber ordentlich. Jeremy! Ich kann nicht arbeiten. Ah, holy shit. Das starten wir nochmal neu. Das ist ja mehr als schwer. Verdammte Scheiße. Egal, ich bin Dr. Professor Yoshi Gamer. Und ich krieg das hin. Wir kriegen das locker hin. Das ist Sieger. Au! Jeremy! Warte mal, wir müssen mal kurz. Ah! Warte, ich versuch den mal. What the fuck? Was zum Teufel geht hier vor sich? Den schmeißen wir jetzt mal weg, den brauchen wir gar nicht. Machen Sie die Tür auf! Jeremy! Warum halten Sie durch? Das ist Herz. Gut. Komm ich in die Siege ran? Ja, ich komme in die Siege ran. Ja. Okay. Jetzt. Moment. Halten Sie durch, Bob. Professor Dr. Yoshi Gamer operiert Sie wieder. Zum halben Preis von einem. Genau, Herzfieber reicht rüber. Leute, ich bin so gestört. So, jetzt müssen wir da vorne ein bisschen zersägen. Ein bisschen hier vorne, ein bisschen da vorne. Ein bisschen hier. Ein bisschen da. Also, Tresor. Tresor. Oh, oh, oh. La, 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 la. Ich sehe hier ein bisschen da. Dann ein bisschen hier. Passen Sie auf die Kurven auf. Die können schief werden. Vorsichtig. Oh nein, jetzt fällt die Flasche rein. Meine Arme sind zu klein.
So. Jetzt müssen wir eigentlich alles rausnehmen können. Das fehlt noch. Säge. Ich brauche die Säge, Doktor. Ach nee, warte mal. Ich bin ja der Doktor, verdammt. Stimmt, da war ja was. Passt. Ich hab's gleich. Halten Sie durch, Bob. Nein. Komm her. Du scheiß Säge. So. Jetzt nochmal. So rein. Ah, es tut mir so leid, Bob. Tut mir leid. Die Straßen sollten eigentlich schon längst neu gemacht werden. Aber irgendwie klappt das nicht. Irgendwie lief da was schief. Halt. Ich glaube, wir werden einiges versuchen, was wir brauchen, Leute. Ich brauche einen Säge nochmal. Kann sie nicht arbeiten, verdammt. Halten Sie durch, Mann. Halten Sie durch. Ja. Ah, Gott, ich kann doch nicht arbeiten. Machen Sie doch was. Ich brauche die Spritze. Wo ist die Spritze? Da. Aber es ist zu wichtig. Mach die richtige Spritze. Reicht. Da. Lass die Spritze. Nein. Nein, nein, nein. Nimm die Säge aus. Gott verdammt. Nein. 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 Ich krieg die Säge da nicht aus. Oh mein Gott. OP 4 geschlagen. Und dabei ist alles so gut gelaufen. Brutaler Mord geschafft in gerade mal 3 Minuten. Wow, ich wäre der perfekte Killer, Leute. Aber ich bin Arzt, also muss ich ihn irgendwie heilen. So, das heißt, wir nehmen erstmal den nächsten Bob. Wir haben ja genug Bobs, also... Kriegen wir hin. So, also nochmal. Jetzt, ich nehme diesmal den Hammer. Ich sehe, es ist ein bisschen riskant. Genau, und jetzt einfach... So. Das Herz darf uns nur nicht verloren gehen. Das geht viel besser. Komm, mal. Gott, verdammt! Nee, so kann ich nicht arbeiten. Was hat das da zu suchen? Raus hier! Verschwende! Das klappt nicht so, wie ich mir gedacht habe. Aber doch, doch, es klappt besser, Leute. Diesmal haben wir es. Diesmal haben wir es. Besser, das sieht sich vor. Ja, okay, jetzt nach vorne müssen. Ja. Verdammt, die Türen sind auf und ich bin zu beschäftigt, um die Tür zu machen. So. Jetzt kommen wir zum Wesen. Oh, warte. Verdammt, meine Uhr. Jetzt kann ich nicht gucken, wie lange ich die Information brauche. Schade, aber auch. Komm schon! Raus mit dir! Raus mit der Scheiße! Raus mit dir! Genau, fahr raus, warte! Raus mit dem Dreck! Okay, was soll's? Irgendwie gehen wir jetzt einfach mal. Ah, komm schon! Willst du aufstehen? Nein, können wir nicht, okay. So, jetzt müssen wir. Ja, das war ein Daumenzeigefilm. Verdammt. Ich muss mich da wieder reinfuchsen. Kann mir irgendjemand mal behilflich sein? Als hätte ich ja keine Assistenten oder so. Ach ja, hab ich ja gar nicht. Bob, hören Sie auf, alles zu essen. Das ist nicht gut für den Magen. Das ist nicht gut für Ihre Ernährung. Das gehört da alles nicht rein. Kommen Sie her, Bob. Ach.
Nein! Nein! Okay, Bob, ich dachte, wir brauchen eine neue Meeresmine. Alles gut, sie haben nichts verloren, sie sind immer noch widerstandsfähig. Oh Gott, Leute. Also. Gut, schauen wir weiter. Oh, geh weg, Mann. Was macht das Radio hier? Ist der Bohrer. Ich will den Bohrer nur weg, Leute. Ich will nur den Bohrer weg haben. Nein! Ah, ich hab Angst. Jetzt raus. So, der Bohrer stört mich auf jeden Fall nicht mehr. Den Bohrer brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Alles, was wir brauchen, ist ein Skalpell. Das haben wir da. Ah, komm hier nur. Komm schon. Oh, falsche. So, jetzt. Komm schon, du blödes Skalpell. Verdammt. Ah, ich hab's, Leute. Müssen wir nur das da durchschneiden. Komm schon. Ja. Und da oben. Komm schon. Entschuldige, Bob. So, das sind, dass wir da nicht rankommen. Ah Gott, verdammt, ich hätte mich da fest, Mensch. Nein. Nein, jetzt haben wir kein Skalpell mehr, oder was? Okay, das ist doof, Leute. Das ist sehr doof. Doch, da haben wir noch was. Da haben wir noch ein Skalpell. Wegschieben. So, Tobler, wie sollen wir da rankommen? Kommen wir nicht ran. Es hilft nicht, Leute. Haben wir hier nichts, was wir benutzen können? Ey, das soll nicht rein. Genau, genau. Oh nein, wir verlieren schon wieder. Wenn ich wüsste, wo die Spritzen sind. Da irgendwo sind die Spritzen. Da. Ah, Leute, ich komme da nicht an die Spitze ran. Kenn ich das jetzt? Ich würde... Skalpell, ja! Ja, komm! Jetzt daran. So, daran. Ich muss da rein. Ah, Leute, wir verlieren schon wieder. Ja. Ah, Leute! Nach links hoch. So wird das nichts. OP fehlgeschlagen. Ja, Entschuldigung. Mann, da muss ich mir noch mehr Mühe geben. 6 Minuten länger, das darf nicht passieren. Okay. So, jetzt aber beide. Okay. Also als allererstes nehmen wir den Hammer. Wir nehmen jetzt den Hammer. Und das ist ja kaputt. Ich muss irgendwie. Den Hammer nicht unter Kontrolle. Halten Sie durch, Bob. Bah.
sehen ja gar nichts, Bob. Warte, ich helfe ihn. Verdammt, das geht nicht auf. Gott verdammt. So kann ich nicht arbeiten. Ich muss mich damit einfach irgendwie. Das klappt nicht. Aha. Na gut. Das irgendwie außer aufzuhebeln. Das geht schon irgendwie. So. Alles, was wir hier wegnehmen, hier. Genau, das kommt raus. Und das kommt auch raus. So. Jetzt brauchen wir schnell Skapel. Und eine Schere oder sowas. Das ist Skapel. Jetzt erstmal das hier oben zu schneiden. Ja! Genau, Leute. So, jetzt müssen wir das hier unten zerschneiden. Komm schon. Haben's doch gleich jetzt. Wenn wir ablegen. Wir nehmen das mal raus jetzt hier. So. So. Und jetzt brauche ich wieder. Komm. Skapel. Boah, ist schwer, Leute. Nur so irgendwie daran. So daran. So daran. Ja. So. Okay, das geht schon mal gut voran, Alter. Das geht gut voran. Raus da. Raus. Nein. Komm schon. Nein! Was soll denn dann nicht so? Ich muss ich kurz gucken, Alter. Jetzt müssen wir es wieder zerschneiden. Also aufschneiden, ja? Also, zerschneiden. Okay, die waren das. Okay. Jetzt liegt das da so richtig schön, aber ich muss das irgendwie. Verdammt! Da haben wir hier Schiebe, das wäre natürlich noch besser, aber die sehe ich gerade nicht. Nein. Ich komme einfach nicht zu packen, Alter. Okay. Ah. Ja, genau so. Genau so. So, und jetzt müssen wir so. Was ist denn, Leute? Scheiße. Ja. Ich habe das Skapel, jetzt müssen wir nur noch so. Ungefähr. Ich glaube, so müssen wir schneiden, oder? Wie ging das denn mal, Leute? Hallo. Was ist Spritze? Nehmen wir mal was ist Spritze. Ja, ich hab noch was da.
Oh shit. Spritze ist weg. Aber die Spritze heilt in der Scheine, das fehlt mir. Muss ich hier. Ich kann diese Schere nicht sehen, Leute. Einfach raus hier. Ich weiß es mal raus hier. Und so. Okay, jetzt das hier. Ich weiß es einfach raus jetzt. So. Ja, das ist scheißegal. So. Jetzt spritze ich den Hintergrund zurück auch mal wieder. Den Bohrer will ich auch entfernen. Der geht nämlich auch ziemlich auf den Sack. Fallen. Genau, fall runter, genau so. Kommt da irgendwas, was wir mit Feste steigen können? Da. Das ist kaputt. Es ist nämlich nicht so einfach, das zu nehmen, Leute. Eventuell den Grasspinner nehmen. Es ist ein bisschen weird, aber naja. Jetzt habe ich mich selber verletzt. Das ist richtig geil. Nee, wir haben uns mit der Spritze getroffen, glaube ich, ne? Ja, das erste haben wir, Leute. Das zweite. Ja, wir haben es, Leute. Wir haben es, Leute. Ja. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Das Herz rausnehmen. Ja. So. Raus mit dem Herz. Und jetzt wollen wir noch ein neues Herz. Das ist. Und wenn ich das denke, was ich denke, dann haben wir es jetzt. Und jetzt? Ja, was hat's drin? Okay, hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ich bin wieder drin. Ich habe meinen Job wieder. Ich darf wieder Arzt sein. Ich hab's geschafft, Leute. Dr. Professor Yoshigemma ist zurück. Ich finde, das sieht gut aus. Der wird bestimmt überleben. Letzte Blutwerte. 1079. Rang D, OP-Zeit 9 Minuten. Geil. Ich hab meinen Job wieder. Ist das cool? Ja, das ist cool. Beim nächsten Mal müssen wir im Krankenwagen eine Nierentransplantation machen. Sag mal, wie viele Operationen hat der Bob eigentlich? Na gut, Leute, aber ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Aber zuerst muss ich wieder ein Telefonat führen. Entschuldigung. Kann hier irgendjemand das Telefon aufheben? Ich komme da nicht. Ich komme da nicht ran. Toll, was mache ich denn jetzt? Ach was. Was soll ich überhaupt damit? Alles ist zu gebrauchen hier. Guck mal, so sieht es mal aus, wenn ich mir sowas richtig zu schreiben. Dann tippe ich auch die Tasten immer so. So, nein, Leute. Oh, guck mal, da ist meine Actionfigur. Mein Teamfoto. Nein. Okay.
Stempel? Nee. Okay, brauche ich auch nicht. Gut. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, ich bin damit diesem Part von Let's Play Surgeon Simulator und ich hoffe, ihr seid bei dieser Operation dabei gewesen und euch ist nicht übel geworden. Denn, wer weiß, vielleicht seid ihr ja die Nächsten, die operiert werden. Nein, Leute. Wirklich, Spaß beiseite jetzt. Gebt mir einen Daumen hoch für diese Operation, auch wenn ich ein bisschen gefailt habe. Entschuldigt. Auch wenn ich ein bisschen gefailt habe. Aber, kommt Leute. Und mir fällt gerade ein, der macht das ja glaube ich mit der linken Hand, ne? Kann man das irgendwie einstellen? Ich gehe mal zurück ins Hauptmenü. Wir müssen mal mit euch gucken, Leute. So. Linkshändig. Geht das dann vielleicht einigermaßen besser. Na gut, Leute. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei bei der nächsten Operation, bei der Nierentransplantation im Krankenwagen, Leute. Damit sage ich erstmal Tschüss, Leute. Haut rein. Euer Yoshi Gamer. Ciao, ciao. Yoshi.